Oh, ich habe einmal zu viel Escape gedrückt und herzlich willkommen zu Kingdoms of Amalur mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich habe mich schon mal in Position gebracht. Hier müssen wir lang. Auch mal ein bisschen aufgeräumt in meinem Inventar. Mir das mal in Ruhe angeschaut. Das war eine Falle, würde ich sagen. Ja. Da habe ich gar nicht hingeguckt. Gebe ich zu. Obwohl die mir angezeigt werden. Hier geht es ja nachher raus. Gut. Fremder kommt. Raff ist also tot? Ja. Oh, Lunala. Werden die Spatzen einer nach dem anderen ermordet? Okay. Es fing damit an, dass Farah verschwand. Dann haben wir Syls Leiche in der Gasse gefunden, dann Shirins. Jetzt Raffs. Wir sind hilflos. Wir wissen nichts, können nichts tun. Verraten? Wir haben mit einigen mehr als nur Lumpen getauscht, oben und auch hier unten. Aber wer von ihnen würde uns jagen und ermorden? Das ist zu viel für uns. Ich flehe euch an, geht zur Stadtwache. Findet heraus, ob sie etwas wissen, ob sie etwas tun können, um uns zu helfen. Raff sagt, ich soll schweigen. Welche Feinde habt ihr? Halt! Niemand, der uns jagen und töten würde. Nicht in Rathir. So viel ist sicher. Ja, es sieht aber nicht so aus. Wenn sie nichts wissen und uns nicht helfen können, kann es niemand. Und ihr glaubt, man kann nicht einmal der Wache trauen? Nein, die Wache ist nicht bestechlich. Wenn wir ihr nicht trauen können, haben wir nichts. Lunala segne euch. Der Hauptmann der Wache ist Eriya Talibor. Er ist ein guter Mann mit einem makellosen Ruf. Sprecht mit ihm. Okay. Und wo? Über den Stollen. Gleich nach den Windungen. Ihr seht Wachen an der Tür. Sprecht mit Hauptmann Talibor. Okay. Spatzen. Trauern wir gemeinsam um unseren dahingeschiedenen Bruder. Nur wenige Oberflächler wissen, dass wir hier sind. Oberflächler. Ach, das ist aber auch nicht so besonders siegelig. Ich habe jetzt eben was vor oder vorhin was bekommen. Das gefällt mir sogar viel besser. Da habe ich 45% mehr Leben und Mana angeblich. Mana braucht man ja zum Zaubern und Leben braucht man zum Leben. Ne? Oh. 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 Das kann ich immer noch am besten. Wo kriege ich dieses Rucksack-Upgrade? Sag es mir. Kisten reden nicht mit mir. Ich bin in der Schenke rausgekommen. Hey. Stellt euch vor, gestern früh wache ich mit fürchterlichen Kopfschmerzen auf. Ohne Hemd. Und mit einer Nachricht, dass ich in einem Duell antrete. Ich? In einem Duell? Ich weiß nicht, wie ich da hineingeraten bin, aber wenn ich keinen Sekundanten finde, ist ohnehin alles hinfällig. Ohne Sekundanten kann man kein Duell austragen. Ihr denkt vielleicht, ein beliebter Kerl wie Valen, warum sollte er Schwierigkeiten haben, einen Sekundanten zu finden? Nun, wie es scheint, sind meine Freunde alle feige Trunkenbolde. Ihr wirkt alles andere als feige. Seid mein Sekundant. Ich bezahle euch. Lupoku sei Dank. Es gibt noch etwas, das ich erwähnen sollte. Ich kann diesen Kampf nicht gewinnen, um nichts in ganz Amalur. Oh, schön. Deshalb habe ich einen Plan. Bevor ihr zu Daltan geht, das ist mein Gegner, sucht Gelfüne in den Windungen auf und fragt nach etwas Schattenrose. Mhm. Sie wird wissen, was ihr meint. Geht dann zur Offiziershalle am Brandmal und streicht unauffällig etwas davon auf Daltans Schwertspitze, wenn ihr es inspiziert. Aha. Es ist Zeit für meinen Teil in dieser Angelegenheit. Entschuldigt, ich muss hier durch. Ja. Und? Was darf sein? Nix, hier kann man nichts verkaufen. Hier gibt's auch noch eine Quest, ich hol mir die gleich mal ab. Ihr müsst wegen des Aushangs hier sein. Woher ich das weiß? Ganz einfach. Abgesehen von möglichen Bewerbern spricht überhaupt niemand mehr mit mir. Aha. Das muss wohl daran liegen, dass ich nach Verzweiflung rieche. Oder? Danach, dass ich junge Seelen in ihr sicheres Verderben schicke. Aha. Der Tote von Kehl.
Auf Wiedersehen. Das machen wir noch, aber ein andermal. Moment, mein Lieber. Ich bin gleich bei euch. Die trinken sich hier alle die Hucke voll, die Jungs. Oh, das Geklopfe nervt. Ich denke, die ganze Zeit hier klopft einer bei mir. Es fühlt sich gut an, wieder festen Boden unter den Füßen. Ja, das glaube ich. Und das fühlt sich auch gut an. Vor allen Dingen, wenn es immer so schön dabei klimpert. Ich muss aber... Hier ist dann wieder die Tante bestimmt. Ja, das wollen wir nicht. Die Windung. Da lang. Das sieht gut aus. Ich gucke jetzt auf die Karte nebenbei nur. Auf diesen... Da. Wo ist nun der Hauptmann? Stadtwache. Ja. Du mich auch. Da. Wo ist der Hauptmann? Bist du der Hauptmann? Nein, du bist die Stadtwache. Ich glaube, ich muss nach oben. Die Treppe hoch. Und dann rum. Und dann rum. Und da ist er. Ein Hauptmann der Wache ruht nie. Doch ihr habt mich in einen günstigen Augenblick gefunden. Wenn ich etwas für euch tun kann, fragt einfach. Jemand macht Jagd auf die Spatzen. Spatzen? Ermordet? Aha, ich bin froh, dass ihr zu mir gekommen seid, ehe es zu spät ist. Wie es der Zufall will, ist ein alter Feind von Ihnen nach Rat hier zurückgekehrt. Dunn, Orwin Dunn, wurde an den Kais gesehen. Ich kann keine Wachen entbehren, aber wenn ihr geht... Wenn ihr ihn findet, zum Verhör bringt, könnte Dunn für schuldig befunden werden. Wo finde ich ihn? Wir haben gehört, dass er an den Kais gesehen wurde. Hat sich vermutlich auf ein Handelsschiff geschlichen. Okay. Eine Patrouille der Wache wird ihn suchen. Aber wenn ihr vorausgeht, ihn findet und seine Flucht verhindert, das wäre gut. Ja, ja. Okay. Machen wir einen auf Bürgerwehr. So, ich müsste mich mal heilen. Wo geht denn das hier? Das muss doch hier eigentlich auch funktionieren. In Ratür. Heilung. Lager, Gemmenschleifen, Alchemie, Schmiedekunst. Das ist alles hier. Ich finde es bloß nicht. Was ist das? Das darf ich doch wieder nicht aufmachen. Sag ich doch. Sehr leicht aufschließend Truhe. Nein. Schon gar nicht bei der Wache hier. Stadtwache. Ja, bei der Stadtwache. Ich hab's ja verbessert. So, wo kann man denn hier sich heilen? Muss ich mich denn heilen? Nein, ich muss hier lang. Und ich muss lauter sprechen. Ich weiß. Ich gehe mal hier hoch. Lasst euch Lürgriffs Wunderwerke nicht entgehen. Das ist die Brüderie. Wer bist du? Kuriositäten, Spangen, Stäbe und Roben. Aha. Alles von bester Qualität. Eichenstab, Kleidung. Konsumgut. Mana-Tränke. Ja, der hat das auch nicht, was ich suche. Oh, jetzt muss ich mich hier... Nein, muss ich nicht. Mache ich auch nicht. Wird man mein Wunder verkaufen? Geht hin, lebt tapfer und dann kommt wieder. Aha, okay, machen wir. Wo kann man sich denn hier heilen? Ich sehe hier auch kein Kreuz. Das ist doof. Kann ein man denn nicht für die Karte mal... Ach so, man konnte die doch vergrößern. Seht ihr hier? Ach, da hinten ist ein Kreuz. Da ist eine Heilerin, aber da muss ich gar nicht hin. Ich muss hier hin. Unsere da gehen wir Truppen. Auch noch hin. Am anderen Ende. Seht euch in Ruhe um und dann kauft euch etwas. Ja. Ja, wenn man das nicht so oft spielt, weil ich habe ja immer Pausen dazwischen, aber das macht im Moment wieder richtig Spaß, dann, da ist er. Die Spatzen schicken einen Bluthund zu den Piers. Und wir sind natürlich genau dort, wo er uns haben will. Euch und mich. Wer? Ihr glaubt, ich würde einfach so wieder nach Rathir spazieren? Nein. Er hat mich hergelockt, um mir die Morde anzuhängen.
Das hat er getan. Der Hauptmann der Wache natürlich, der all die Spatzen getötet hat. Vermutlich hat er euch selbst geschickt, hat euch aus dem Weg geschafft, damit er die letzten von ihnen in Ruhe töten kann. Gerissen ist er, das muss man ihm lassen. Er kennt das Menitekel. Und wenn ihr nicht so ein Narr wäret, hättet ihr diese erbärmlichen Lumpensammler in Frieden sterben lassen. Oh, ich würde auf ihre erbärmlichen Gräber spucken für das, was sie mir angetan haben. Aber nicht genug, um unsere Gesichter in Rathier zu zeigen. So verrückt sind wir nicht. Ja, was machst du denn hier? Ja, kann ich ihm jetzt trauen? Ich bin verwirrt. Da muss ich zurück. Ihr haltet mich nicht zum Narren. Wisst ihr, das kann ich nicht zulassen. Talibor wird einem von uns die Morde anhängen. Und zwar nachdem er ihn getötet hat. Und das wäret dann wohl ihr. Ihr geht... Oh, hier sind ja ein paar mehr. Die Kamera ist wieder absolut suboptimal. Ich wollte. Es ist vorbei. Ich krieg dich. Den haben wir. Es ist vorbei. Au, lass mich doch mal hauen. Ich nehme den Abrechnungsmodus nicht. Könnt ihr vergessen. Warum hatten wir jetzt nicht gehauen? Achso, ich hab zu lange festgehalten. Kraftschlag war jetzt unangebracht. Aber alles beherrschbar. Feinklingen des Zwielichts. Wir nehmen es mal mit. Da war ein Brief dabei. Zu den Spatzen zurückkehren. Ich soll zu den Spatzen zurückkehren. Interessant, interessant. Da war ein Brief dabei. Den in meinem Inventar. Vielleicht da ganz unten. Dieser Brief ist nicht unterschrieben. Es gibt keinen Hinweis auf die Identität des Verfassers. Ich weiß, wie du dich an dem Abschaum rächen kannst, der dich an die Stadtwache verraten hat. Es gibt noch immer Reichtümer zu erobern, wenn du deinen Namen reinwäschst. Kehre nach Rathier zurück und ich zeige es dir. Geh zu den Käse, ich komme zu dir. So, den Ulrich-Brief brauche ich ja nicht behalten. Oh. Damit haben wir hier auch was Neues. So, und ich laufe, glaube ich, gleich an einem Händler vorbei. Ich nehme es mal an, wo ich eben war. Wir haben ein reichhaltiges Angebot. Dieser Tage sieht man Studenten der Magie, Meister der Zauber. Ach ja. Wie wäre es mit einem Stab? Ich führe... So, das verkaufen wir dann erstmal. Leider hat er nicht das, was ich suche. Immer noch nicht. Nein. Ciao. Gewöhnliche Zauberstäbe und Illus. Auf Wiedersehen. So. Studenten der Magie, Meister 30. der Zauber. Gut, 34. Ich muss in die Höhlen, zu den Spatzen, das war hier. Muss ich jetzt echt den langen Weg wieder gehen? Nicht den kurzen? Die Wache sieht alles, was in Rathier vor sich geht. Ja. Sie haben einen Spatzen gefunden, ermordet. Welche Schande. Genau. Hallo, Bruder. Welch eine Schande. Oh, der ist mitgekommen. Muss ich jetzt den ganzen langen Weg gehen? Hätte ich nicht oben Sie durch die... Sie haben einen Spatzen gefunden. Ermordet. Die und durch die Kneipe gehen können? Nicht gut.
Aber das schaffen wir noch schnell. Geht ja fix. Vielleicht lassen uns die Viecher ja in Ruhe. Da ist das Tor, welches zu ist und wo ich jetzt drum rumlaufen muss. Da lang. Falle, 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 Falle. Nicht so dicht. Vorsichtig. Fallen. Gut, da war sie. Ein Haufen elender Lumpensammler. Lassen alles, wofür ich gearbeitet... Ihr seid es. Wisst ihr, was ihr getan habt? Ich hab den Mörder wohl gefunden. Was? Und ihr habt Dunn nicht ermordet? Wir haben alle Blut an den Händen. Wir schützen alle unsere Haut, wenn wir müssen. Ich konnte nicht zulassen, dass diese Göre und ihr Pack ausplaudern, was sie gefunden haben. Was haben sie denn gefunden? Deswegen ist es so gut, dass ihr gekommen seid. Ich kann euch die Morde anhängen. Sagen, ihr wäret bei dem Kampf gestorben. Die können ganz schön was ab. Jetzt doch nicht mehr so, ne? Wo ist der Hauptmann da? Warte, wisst ihr was? Erstmal den Quälgeist. Und dann, wo ist der andere Quälgeist? Da. Na, ich hänge. Oh Mann, Spiel! Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, ja! Oh. Da hat sogar der Popschutz gewackelt. Vollen Bonus. Ich kann... Er ist tot. Achso. Es ist vorbei. Dank euch. Wenn ich mir vorstelle, dass ich den Grund für diesen Albtraum erst wenige Augenblicke vor seiner Ankunft erfahren habe. Was habt ihr denn? Wie habt ihr das herausgefunden? Ich hatte genug vom Warten. Ich musste etwas tun. Also habe ich getan, was ich kann. Ich habe die Haufen sortiert. Und dabei habe ich den Grund gefunden. Um seine Verbrechen zu vertuschen. Er hat Gefangene als Sklaven verkauft, hat sie nachts auf Handelsschiffe geschmuggelt. Eines der Schiffe ist auf Grund gelaufen und an den Kais gesunken. Es hatte Sklaven und Gold geladen, mit Halibors Namen auf allem. Bevor er das Wrack säubern konnte, haben wir uns bedient. Damit kannten wir sein Geheimnis. Er war bereit zu töten, um seinen Namen zu retten. Okay. Da. Hagelsturm? Was ist das? Das ist ein... Ja. Die sowieso. Das war der Hauptmann. Und sonst noch hier irgendwas? Schön. Dann haben wir das ja erledigt. Wir haben es geschafft. Ah. Wir haben sie aufgehalten. Geh mal weg. Sag mal, das kann... Ich muss die überlebenden Spatzen zusammentrommeln. Wir kommen wieder. Geh doch mal weg hier. Meine Güte. Mittel. Falsche Richtung. Noch falschere Richtung. Richtige Richtung. So, das werden wir dann alles verkloppen. Hier war doch eine Leiter. Da. Damit kommen wir raus. So, und jetzt gehe ich erstmal zu dieser Heilerin. Hier kriegen wir eh nichts verkauft. Aber das ist nicht so schlimm, das kann ich auch noch machen. Aber wir gehen jetzt erstmal. Es fühlt sich gut an, den festen Boden unter den Füßen zu haben. Ja, mein Gold. Meine Kisten. Mal auch einen Schmuck finden. So, jetzt gehe ich mal an die Karte. Da hinten ist die Heilerin. So, dann werden wir uns mal beeilen, dass wir da hinkommen. Die sind hier alle nicht sauber.
Ja, ja. Fühlen sich alle als etwas Besseres, vermute ich jetzt mal. Aber sind es nicht wirklich? Hier? Das Schiff legt morgen bei Anbruch der Dämmerung ab. Da, bist du eine Heilerin? Hallo, Schätz. Ihr dort, mein Täubchen, ihr gefällt mir. Ich hätte ein wenig Gold für euch im Tausch gegen einen kleinen Gefallen. Was soll ich denn tun? Ich bitte euch, nicht so misstrauisch. Ich brauche Hilfe in einer geschäftlichen Angelegenheit. Sagt, kennt ihr den Kaufmann Gwalchmai? Ich verhandle schon länger mit diesem Sturkopf und glaube, ich weiß, wie ich ihn überzeugen kann. Nur, ich kann es nicht selbst tun. Der Mann, dem der Gemischtwarenladen in der Prüderi gehört. Aha. Er hat seine Finger in fast jedem Geschäft in dieser Stadt. Wie es scheint, kann ich ohne sein gutes Wort nichts verkaufen. Und warum macht ihr es nicht selbst? Ich habe schon versucht, mit ihm zu verhandeln. Er ist hart, stur und unbeugsam. Wir konnten uns nicht einigen. Ich hatte gehofft, ein neues Gesicht und eine neue Strategie könnten zu ihm durchdringen. Seine Vernunft wecken. Mhm. Wie klug von euch. Also, Gwalchmai heißt es, soll eine Schwäche für seltene Weine haben. Dies hier ist eine Flasche Maibrühn, sein Lieblingswein. Ich wünschte, wir hätten mehr als nur diese eine. Ein Jammer. Hier ist der Vertrag, den er unterschreiben muss. Je besser das Geschäft, das ihr aushandelt, desto süßer eure Belohnung. Ich habe noch mehr Maibrühnwein? Mehr als die Flasche, die ich euch gab? Sehr gut. Wenn ihr dadurch ein besseres Geschäft aushandelt, werde ich euch über seinen Wert hinaus bezahlen. Okay. Seid gut, mein Täubchen, dann bin ich auch gut zu euch. Und wo kann ich jetzt geheilt werden? Ich dachte, hier ist... Aber das ist nicht richtig. Wo bin ich wieder reingestolpert? Ich wollte Pause machen. Habe ich denn wieder was verkehrt gemacht? Nö, das war alles richtig. Nix mit Heilerin. Na gut, wir machen aber in der nächsten Folge weiter. Ich speichere hier mal. So. Und mache jetzt auch Feierabend für heute. Und... Diese verfluchte Belagerung. Ja, finde ich auch. Schauen da nochmal. Oh, es ist gut, wieder in Rathier zu sein. In die Ferne. Oh, das ist ein Riesenberg. Ja. Dann danke fürs Zuschauen. Tschüss.